Hallo und herzlich willkommen zurück zum LS19 Let's Play, bereits schon in der 16. Folge. In der letzten Folge habe ich euch ja so ein bisschen was über den C64 gesagt, den mein Vater hat, und über Gameboy und über LS8. Ja, mein Vater hat zurückgeantwortet. Ich nehme gerade die 15. Folge habe ich vorhin aufgenommen. Also, wenn er sich noch richtig dran erinnern kann, ich habe, glaube ich, mit Monitor und Laufwerk, Spiel und Joystick um die 800 D-Mark bezahlt. Das sind 400 Euro. Und damals gab es ja auch noch nicht so, also es ist ja schon relativ viel, ne, 400 Euro. Damals gab es ja auch noch nicht diesen Lohn. Das ist ja nicht wie heute, wo ein normaler Mensch so 700, 1000, je nachdem nach Job halt, so viel Kohle kriegt. Damals gab es vielleicht 200, 300 D-Mark, glaube ich, wenn ich richtig bin. Also es war schon ein gewisser Luxus. Ist auf jeden Fall richtig geil, das Ding. Ja, auf jeden Fall richtig krass. Ja. Dankeschön. So, gut. Das ist mein Vater jetzt auch glücklich. Ich danke dir, Papa. Grüße gerne raus. Ha, so. Ja, in der letzten Folge habe ich euch auch so ein bisschen darüber berichtet, wie die 13. Folge LS so rauskam. Also nicht rauskam, aber halt, wie die angekommen ist. Hab mich bei euch bedankt für die ganzen Kommentare und alles. Ja, freut mich. Gut. Die kriegt man noch die Kurve. Wir kriegen noch die grüne Ampel. Schnell, 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 schnell. Und Mensch, gerade. Ach ja, unser Deutsch 7,1 Stunden. Ich glaube, wenn ich richtig bin, geht der Spielstand auch schon seit 7 Stunden. Also muss ja über 7 Stunden schon gehen. Jetzt sind wir, sagen wir mal so, 7 Stunden 40 wird es auf jeden Fall jetzt schon gehen. Krass. So, jetzt machen wir hier mal wieder einen auf. Wir machen richtig geile Kurven. Auf Gucci-Kurven. So, wir fangen natürlich hier an. Ach ja. So. Wenigstens, dass das mal so ein bisschen rüberkommt hier, dass wir da nicht. Oder wollen wir hier einfach eine große Schranke? Das ist nämlich das Geile, wenn dann die Haufen so hoch sind, dann nimmt man die einfach so mit dem Schwader mit, auch wenn der Schwader oben ist. Richtig tolle Erfindung. So. Ich hab da jetzt nicht. Oh mein Gott, Markus! Was machst du schon wieder? Nun. Wer kennt's nicht, wenn der Schwader einfach mal zusammenklappt. Ja. So. Perfekt. Perfekt. Leck, la, 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 la. Also, ich sag's mal so, ich will kein Dichter werden. Ich will auch kein Sänger werden. Ich habe auch keinen Bock da drauf. So, perfekt. Oh Junge, was ist das für ein fetter Haufen, Alter? Ich sehe jetzt schon, alle, wir fahren um die Kurve und auf einmal ist das ganze Ding voll. Ich sehe das doch schon. Ne? Einfach nur geil.
Ja, geil. Alter. Piep, 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 piep. Oh nein. Eieieiei, oh nein. Oh no, please no. La 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 la. It's time to say good night. Gut, da müssen wir dann noch einmal langfahren. Jetzt hier schön den Abschluss. Schön rumdrehen. Ordentlich Gas geben, langsam auf die Kupplung drauf, ja. Sehr, sehr elegant. So. Gut, jetzt kommen wir langsam auch eigentlich mal das Licht. Junge, die blöden Birken, ich fäll sie bald. Es gibt schönes Brennholz. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt auch wieder in die Ego-Perspektive. Ja, jetzt nochmal schön 5 Minuten lang arrangiert. Aber ich muss erst mal was trinken, ey. Ich habe heute eigentlich relativ wenig ausgetrunken. Oh, ja, der Text hier, wir fahren über irgendein totes Tier. Über toten Elefant oder sowas, wenn wir so lang fahren. Na gut, der Elefant wird ein bisschen schwierig. Och, geil. Och, geil. Lecker. So. Gut. Dann würde ich sagen, drehen wir jetzt langsam ab. Versuchen hier eine relativ gleichmäßige Kurve hinzukriegen. Das war jetzt sinnlos, Markus. Okay, das wird. Okay, wir fahren dann andersrum, dass wir draußen rum so einen Kreisdreh kriegen. Ist halt so dumm, weil du hier eigentlich gar nicht weiterkommst. So, das schaffen wir nicht. Oh Gott, was ist da los, Mensch? So. Perfekt. Genauso wollte die Stadt Mion. Der Sinn dahinter war jetzt eigentlich, dass das dann alles so in diesem fetten Kreis hier ist. Wenn ihr versteht, was ich meine. Dass es dann hier in diesem riesigen Kreis liegt, zumindest was jetzt hier links und rechts noch dabei ist. Es ist. Und irgendwie ist das jedes Mal hier so ein Chaos, oder? So in jeder Folge, wo wir schwadern oder so, ist immer dieses Chaos hier. Das liegt mir einfach nicht. Obwohl ich eigentlich, was sowas angeht, auch nicht so perfektionistisch bin. Weil mir das dann eigentlich auf gut Deutsch relativ scheißegal ist. Da müssen auch mal die Kraftausdrücke hin. Oh, was, Alter. Junge! Was macht das Ding? Komm, egal. So. Wir müssen was jetzt machen, jetzt fahren wir hier so weiter, gell? Ne, hier noch nicht. Das wollte ich nicht. Aber ab. Ja. So, wir versuchen jetzt hier maximale Arbeitsbreite rauszuholen. Damit man nicht 5-mal fahren müssen. Alter, ist das schlug. Ich glaube, in Real Life würde das gar nicht gehen. Das geht doch nicht, oder? Das schafft ja dann irgendwann der Schwarte nicht mehr. Da würden ja die Feind, die Drähte, die das dann rüberschmeißen. Also die Dinger da, da wo die an den Eisenstäben, die da dran sind, das geht doch gar nicht, oder? Wenn jemand von euch beruflich in der Landwirtschaft ist, schreibt es mal in die Kommentare, aber das geht doch gar nicht, oder? Alter, geil. Ach komm, dann nehmen wir das bisschen jetzt ja auch noch mit.
Ja, sieht ein bisschen unförmig aus, was wir hier machen. Warte mal. Ob das von oben aussieht wie das, dass ich das denke, dass das ist. Guck mal. Nein! Hier sind wir dabei, nicht in echt noch machen. Nein! I was dead. So. Ich würde grob behaupten, sieht das schon so ein bisschen aus wie ein Controller, oder? Nee, eigentlich nicht. Na egal. Auch sah jetzt so ein bisschen so aus. Ja. Grüße gehen raus an die Controller. Perfektos. So, gut, ich glaube. Zumindest hier vorne sind wir gleich dann dran. So, jetzt kommen wir aus. Versuch aber hier. Ne, müssen wir nochmal fahren. Ja gut, ich würde dann sowieso noch einmal fahren. Mir ganz oft so aufgefallen, dass ich nach einer Zeit dann irgendwann, weil die ganze Zeit so durch die Nase so ausstieg, so. Ich keine Ahnung warum. Ich muss das mal wieder abgewöhnen. Das hört man, glaube ich, auch auf den Videos. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das hört man. Junge, diese Kurve, ne? Die riecht mich einfach nur auf. So, Bus-Simulator Folge ist jetzt auch hochgeladen. Perfekt. Und die andere? Auch geil. Stopp, zurück. Junge. Kann sich eigentlich nur kaputt lachen, wie wir hier so. Oh, jetzt kannst du. Der ultimative Offroad-Test. Ja, ja, die fahren durchs Gelände, durch irgendwelche Steinbrüche, Junge, die wissen nur, was wir fahren. So Ultimate Autotest. Versteht sich, ja? Es ist jedes Mal so chaotisch, ne? Irgendwie, wenn wir hier schwadern. Beziehungsweise ich. Ich habe keine Ahnung, warum. Von liegt was, nehme ich mit. Nein, bleib das mal liegen. So. Würde ich sagen, machen wir das ja noch, weil dann machen wir hier nämlich noch einen Ries. Alter, das war zu lustig, ne? Wir haben dann gefühlt so 15 verschiedene. Verstehe 100 pro. Nein, 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 nein. Oh nein, kein Regen. Aber da muss ich mal kurz die Zeit runternehmen, du. Weil das fehlt, weil wenn es hier dann regnet, ich glaube, dann ist es, oder ist es dann weg, oder ist es nur bei Gras so? Ich glaube, es ist nur bei Gras so, aber ich will auch nichts riskieren. Bin ich ganz ehrlich. Ich hab keinen Bock auf den Mist. Ey, das wär's jetzt, ne? Wir machen hier jetzt so ein Tralari-Tratrat. Alter. Wir machen jetzt hier so ein riesen Ding draus. Und am Ende regnet der Mist hier. Und wir haben 100 und also ich habe 100 pro so ein Pech. Und am Ende saßen wir jetzt 3 Folgen lang und haben den Mist gemacht. Und es wird dann nicht passen, Alter. Das sehe ich. Das sehe ich in meinen Augen. Also nicht in meinen Augen, aber. Das wär's, ey. Wir müssen mal gucken, dass wir hier jetzt mal relativ auf eine Höhe kommen, so. Weil ich so. Ja. Sieht immer so blöd aus, wenn dann auf einmal der ganze Hügel so rüber glitscht. Da fliegt wieder der Rabe. Da wieder die ganzen armen Würmchen, die wir die ganzen armen Würmer fressen. Nein. Lauf der Natur. Das ist genauso wie in diesen Afrika-Filmen, wenn dann irgendwie so eine arme kleine Baby-Antilope gejagt wird. Aber es ist halt die Natur, ne? Bin ich auch ganz ehrlich, da sitze ich da manchmal davor und schrei so zu den Leopard: Hör auf mit der Scheiße. Naja, Natur halt, ne? Ich meine, wenn die Fliegen von so einer fleischfressenden Pflanze gefressen werden, heule ich auch nicht. Also ich heule da generell nicht bei sowas, aber. Also ich bin jetzt nicht der stallerte Typ, aber bisschen leid tun mir dann die Viecher schon. Das ist halt wilde Natur. Kann man nicht ändern.
Nature is nature, we would like to say of English, yeah. But because it's the Scheiße, wie heißt denn das? It's the Nahrungslauf, ne. Was heißt denn das? Der Wurm wird gefressen vom Rabe. Der Rabe wird gefressen vom Krokodil, jetzt mal angenommen. Also ich meine, wir Menschen stehen sowieso ganz oben. Was heißt denn das? Ach, ich habe keine Ahnung. Da bin ich raus, Mion. So. So. Schon wieder gefühlt dreimal hier so gesagt. Oh, die Reparaturanzeige. Ich glaube, so weit unten hatte ich in meinem ganzen Leben im LS noch nie die Reparaturanzeige. Oder? Ich weiß es nicht. Aber Tankanzeige hatte ich auf jeden Fall schon mal tiefer. Wird dann noch tiefer werden. Wir quälen nämlich das Ding. Bis wir hier nämlich, ja, den Sprithahn auf Sparmodus runterstellen. Nein, Quatsch. Wir sind ja hier nicht im 18. Jahrhundert. Na gut. Was hat er das alles drin? Simson hatte das. Ich glaube, bei den meisten Motorrädern gibt es das ja immer noch. Also zumindest bei den älteren Modellen. So, halt. Simpsons halt, sag ich mal. Trabant gab sowas. Wartburg, glaube ich auch. Ja, muss ja theoretisch. War halt auch damals das modernste, was ich hier habe, ja. Warum habe ich jetzt so komisch gesprochen? Na egal. Schon krass, wenn man sich das irgendwie so vorstellt, dass vor 40, 50 Jahren noch nicht jeder Haushalt so ein Auto hatte, weil sich das keiner leisten so richtig konnte, oder? Dieser Satzbau, dass sich das nicht jeder leisten konnte, ist eigentlich schon irgendwie voll krass. Das waren dann meistens so die Reichen auf dem Dorf, sag ich mal. Die sich sowas leisten konnten. Schon krass. Und jetzt hat jeder Haushalt mindestens ein Auto, wenn sie es denn haben wollen. Weil in Afrika sieht es natürlich wieder anders aus, weil auf gut Deutsch kriegen ja nichts. Die sind damit froh, was sie kriegen aus Europa und so weiter. Die sind dann nicht wie wir. Oh, was? Da ist schon ein Kratzer dran, das kaufe ich nicht. Ich meine, ist ja auch nicht jeder so, ne? Aber es ist halt... Das ist auch so wie wenn man da manchmal sieht, hier irgendwelche... Also jetzt nichts gegen die Leute, gell? Aber es ist schon krass, weil die es nicht anders kennen. Die sind froh damit, was die kriegen. Das ist halt das. Und wir wollen meistens nur das Neueste auf Deutsch. Genauso wie wenn man sich da irgendwelche Reportagen anguckt hier. Irgendwo... In Indien oder so, wo dann die Kinder halt mit Stöckern spielen, noch mit 12 Jahren. Wisst ihr, wie ich meine? Wo ich dann jetzt zum Beispiel schon meinen ersten Computer hatte. Das ist echt schon krass, ne? Aber die kennen es halt nichts anderes. Das ist ja so. Ich habe einen Freund in meiner Klasse, der hat kein Handy. Und er lebt trotzdem, Junge. Das ist doch das. Du brauchst es nicht. Grüße gehen raus an dich, Frieda. Wenn es denn siehst. Und er lebt trotzdem. Das ist halt das. Naja. Aber wir können auf jeden Fall schon froh sein, was wir für Technik haben, wenn man so sieht. Ich meine, China ist da ja mit, was Handys angeht, damit Vorreiter. Aber ich brauche auch kein halbes Tablet in der Hand. Das ist einfach so. Wenn man da manchmal Handys anguckt, hier, keine Ahnung, wie groß. Alter, so gefühlt hat das ja gar kein Ende, oder? Irgendwie habe ich keinen Bock mehr drauf hier. Das hat jetzt gar nichts gebracht, Markus. Ach ja, na gut, das machen wir jetzt auf jeden Fall hier noch fertig. Das wird so geil, wenn wir das alles verkaufen. Ich will gar nicht wissen, was wir vom Profit machen. Ja. Wird auf jeden Fall sehr, sehr geil, wenn wir dann hier so einen Haufen Mucho Monetos Plusos Machos. Versteht sich. Versteht sich. Wir könnten ja auch mal eine Rallye bauen. So ein Feld, wo dann mal so 2, 3 Hügelchen drauf sind oder so. Wäre auch mal was. Wie man ja schon unschwer bei dem Pure Farming Let's Play sehen kann, ja, wo ich immer durch die Weinberger durchbretter. Aber bist du kein Weiterfahren, Insider.
Boah, Junge, was ist das für ein Berg, Alter? Heilige Sch... Piep. Das ist ja richtig krass. Alter, bitte. Alter. Junge, Junge, wir kommen schon kaum noch hier drauf. Ich will gar nicht wissen, wie das aussehen würde, wenn das alles ein riesiger Haufen wäre. So, dann machen wir hier nochmal Angriff und dann war es das auch erstmal mit dieser Folge. So, komm. Und ich glaube, da müssen wir auch nur noch einmal rumfahren. Ich weiß auch schon, wie ich die Folge nenne. Wir erschaffen Heuberge. Aua, Mikro krammelt. Ja, schnell das Ding hochmachen hier, sind sie immer in 3 Tagen immer nicht da. Und zack! So. Alter, ist das geil. So, dann werden wir gleich nochmal von innen nochmal eine Runde nach außen fahren. Alter! Junge! Das darf es keiner erzählen, was hier abgeht. Ich will gar nicht wissen, wie das aussehen würde, wenn das alles auf einen Hügel wäre. Das würde ja mal richtig krass krank aussehen. Very sick, yes, yes. Und because a Hill have not jeder in to do this in the town. Yes? Hoffentlich sieht das nicht meine englische Lehrerin. Hoffentlich nicht. Alter, Junge. Heuberg, Heuberg, Heuberg. Alter! Ey, da können wir doch eigentlich froh sein, dass das noch so ein bisschen verteilt wird, wenn wir jetzt hier lang fahren. So, Vogelgezwitscher natürlich auch im Hintergrund. Alter. So, geil. Dann, meine lieben Freunde, würde ich sagen, schaut auf jeden Fall mal bei Instagram rein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, abonnieren und die Glocke aktivieren. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Montag, einen wunderschönen Start in die Woche und ich sage tschüss. Bis dann.